Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die SPD stellt im Wesentlichen mit diesem Antrag ihr Steuerkonzept vor und sie äußert eine Sorge. Und diese Sorge schließen wir uns ausdrücklich an, nämlich die Sorge, dass die Politik insbesondere von Schwarz und Gelb, so sie denn auch in dieser Konstellation auf Bundesebene eine Mehrheit im Bundestag stellt, hier durch ihre jeweiligen Vorschläge zur Steuerpolitik Einnahmeausfälle für das Land generiert, die hier dann bei uns von den Ländern, von den Kommunen hier zu Einnahmeausfälle führt. Punkt. Es ist schon spät. Schauen wir uns das an, was das im Wesentlichen ist. Und hier fällt eine Sache auf, das ist auch schon genannt worden, die Senkung der Grunderwerbssteuer, die Schwarz-Gelb ja per Bundesratsinitiative beschlossen hat, die auch die CDU im Wahlprogramm stehen hat, wo niemand, der Finanzminister, hier auch nicht sagen kann, was das eigentlich kostet. Und das finde ich das eigentlich Unseriöse an dieser Politik, denn es findet nirgendwo, weder im Koalitionsvertrag noch in irgendeiner Regierungserklärung heute, noch irgendwo eine Kostenfolgeabschätzung statt, was A, diese ganzen netten Steuergeschenke, die im Wesentlichen kann man so oder so bewerten, aber was sie denn hier an Mindereinnahmen bringen und vor allen Dingen auch, was die gesamte Wünsch-dir-was-Liste der Regierung denn an zusätzlichen Ausgaben kostet. Das ist aus unserer Sicht keine seriöse Haushaltspolitik. Wir sind, was die Steuerpolitik angeht, hier mit der SPD, deswegen werden wir uns beim Antrag enthalten, Herr Kollege Ziemkeit, nicht ganz mit Ihrem Wahlprogramm überein, aber das ist ja auch gut so, wir sind ja auch eine eigene Partei, aber auch uns, Herr Witzel, geht es nicht darum, generell hier nicht zur Entlastung in der Bevölkerung beizutragen. Ja, selbstverständlich kann man das machen und aus unserer Sicht müssen und sollen sogar Geringverdienende entlastet werden, Familien unterstützt werden und wir wollen geringe und mittlere Einkommen entlasten über eine Anpassung des Grundfreibetrags und das aber, und deswegen sind wir da einfach ehrlich finanziert dadurch, weil es ja auch Steuermindereinnahmen sind, durch eine Anhebung des Spitzensteuersatzes für Single-Einkommen ab 100.000 Euro. Denn, und das ist eine der wesentlichen gesellschaftspolitischen, sozialpolitischen Herausforderungen in den nächsten Jahren, wenn wir wirksam zum Beispiel Familien entlasten wollen, was alle immer wieder Wohlfall daherreden, müssen wir vor allem die Kinderarmut in diesem Land wirksam bekämpfen. Und das kostet Geld. Und wir sagen auch ehrlich, in welcher Höhe wir dafür Geld in die Hand nehmen wollen und haben ein Familienbudget in Höhe von 12 Milliarden Euro hierfür vorgesehen, die wir gezielt in die Bekämpfung von Kinderarmut stecken wollen. Wir wollen die Abgeltungssteuer abschaffen. Ja, Kapitalerträge sollen wieder wie Arbeitseinkommen mit dem persönlichen Einkommenssteuersatz belegt werden. Warum soll Kapital anders besteuert werden als die Einkünfte? Ja, wir wollen die Finanztransaktionssteuer wieder einführen. Das finden wir auch richtig. Mit der Finanztransaktionssteuer beteiligen wir die Verursacher. Und das ist nicht nur in der Ökologie so, sondern vielleicht auch mal in der Finanzpolitik, dass hier die Ursache an der Finanzkrise dann auch an den Folgekosten beteiligt werden. Auf jedes Finanzgeschäft fällt dann eine Art Umsatzsteuer an. Das dämmt auch spekulative Finanzgeschäfte ein, stabilisiert unser Finanz- und Wirtschaftssystem. Und dritter und letzter Punkt oder vierter Punkt, der mir noch wichtig ist, hier zu erwähnen, was uns unterscheidet, sowohl von der SPD wie aber auch den Vorschlägen von CDU und FDP, ist, dass wir klimaschädliche Subventionen beenden wollen. Steuerliche Subventionen von Dienstwagen, zum Beispiel mit hohem CO2-Ausstoß. Flugbenzin und Diesel wollen wir abbauen. Wir wollen die frei werdenden Gelder dafür in Klimaschutz investieren. Die Besteuerung von Energie wollen wir generell an den Energiegehalt und den CO2-Ausstoß koppeln, um so auch den Übergang zu einer emissionsfreien Mobilität zu beschleunigen. Das heißt, im Steuerrecht liegen aus unserer Sicht auch wesentliche Schlüssel, wesentliche Steuerungselemente hier für die notwendige Transformation auch im Bereich Mobilität, im Bereich Klimaschutz. Und dazu werden wir auch und wollen wir auch das Steuerrecht nutzen. Insofern werden wir uns hier beim Antrag der SPD enthalten. Ich sagte es schon, weil gerade diese ökologische Komponente in der Steuerpolitik uns doch
etwas zu kurz kommt bei den Vorstellungen der Kollegen der Sozialdemokraten. Aber das, was Sie wollen, Herr Witzel, davon grenzen wir uns in der Tat ab. Und deswegen bin ich dankbar für Ihren Beitrag hier heute. Denn da ist nichts von neuer FDP. Da steckt die ganz alte FDP drin, was Sie hier vorgestellt haben. Das ist Lobbypolitik zugunsten der Besserverdienenden. Und genau das wollen wir nicht.